Herzlich willkommen zurück, ihr schon coolen Freundinnen und Freunde der World of Warcraft. Mein Name heißt Andreas und ich begrüße euch zurück zu meinem dritten Tagebucheintrag. Ja, ich hatte ja gesagt, ich spiele einfach so, als würde ich keinen Content machen. Und dazu bringe ich dann Content. Ja, solange ihr Bock habt, solange euch das hilft, zeige ich, wie ich vorgehe. Auf einem neuen Server, auf einem Fullpop-Server, auf einem großen Server. Das ist für das Crafting relevant. Also für die BOE-Geschichten, für die Rohstoffe gar nicht so, weil die regionsweit gehandelt werden. Da ist jetzt der Vorteil, da ist es erstmal irrelevant, ob ihr auf einem kleinen Server spielt oder auf einem großen. So, bevor wir jetzt aber hier einsteigen in diese Geschichten, wollte ich euch ganz kurz hier mein Skript nochmal zeigen. Das ist der dritte Tagebucheintrag. Ich habe angefangen und im Grunde nach jetzt eine Handvoll Chars. Den Auktionshauscharakter habe ich jetzt auf Level 28, den ziehe ich die Tage nach weiter. Hier spiele ich gerade meinen Druiden, Kräuterkunde, Bergbau, ganz klar, das ist schon mal festgelegt. Den Jäger-Char kennt ihr aus den Streams, der ist jetzt Level 31. Ich habe noch einen Schurken, weil ich einen Lockboxes-Opener brauche. Und einen Todesritter mit Level 11. Ich dachte, Mensch, so eine Tanky-Klasse, auch mal ein bisschen durch die Instanzen zu jagen, auch beim Leveln. Hatte ich einfach Lust auf einen Todesritter. Und ich werde für die ganzen Produktionsberufe werde ich Schurken nehmen, weil ich einfach gut finde, dass ich die ganzen Kisten öffnen kann in den Instanzen und Raids, die dann da auftauchen sollten. Und ich brauche dazu keine Dietriche. Die machen einfach Laune. Ich kann mich mit den Schurken sehr schnell aus dem Staub machen. Einfach durch das Blitzstrahlpulver, würde ich schon sagen, durch verschwinden. Also die haben dann so ein paar nette Gimmicks. Taschendiebstahl finde ich ganz nett. Also ich... Normalerweise nehmt ihr die Druiden. Ich spiele das aber so, wie ich das jetzt für mich spielen würde, wie ich Lust hätte und nicht jetzt, was das Effizienteste wäre. Das heißt, ich bleibe bei den Schurken. So, genau, Erze, Blumen sammeln. Also generell, ich habe auch ein bisschen geangelt zwischendurch, so Kleinkram. Das ist das Entscheidende, ihr Lieben. Wenn ihr einsteigt mit neuen Charakteren, ihr fangt überhaupt erstmal an, spielt die World of Warcraft neu, haut alles in das Auktionshaus. Daher ist mein größter Ausgabenblock, ich hoffe, man kann das hier ein bisschen erkennen, das waren im Prinzip Taschen. Hier habe ich erheblich gefailt, denn ich habe hier Schleierstofftaschen, Tiefseebeutel gekauft, außer Gewohnheit. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht und dachte, Moment, wir haben doch schon diese neue Expansion seit ein paar Monaten. Da gibt es doch diese Wildstofftaschen, die wesentlich günstiger sind. Seht ihr mir hier, habe ich für 4.363 Gold bezahlt und für die Schleierstofftaschen 758. Da habe ich also Gold verschenkt. Das war ein bisschen blöd, aber gut, kann passieren. Ja, also für euch die Erinnerung, guckt bei den Taschen drauf, dass ihr die aktuellen Content-Taschen nehmt. Die haben nämlich schon 32 Plätze und nicht 30. Ne? Also das war doppelt doof. Aber gut, ist nichts passiert. Das heißt, mein Ausgabenblock war hier im Prinzip für die Taschen. Das ist eigentlich das, was ich bisher an Ausgaben hatte. Die letzten Tage und Wochen waren 2.180 Gold. Ich habe insgesamt rund 12.000 Gold eingenommen. So ein bisschen zur Orientierung sind diese 925 Gold am Tag. Nehmt das bitte nur als Orientierung, das ist jetzt keine harte Metrik, es geht einfach nur darum, dass man einfach mal gucken kann, wie entwickelt sich denn das die nächsten Wochen und Monate. Und besser war ich tatsächlich nur im Vanilla-Klassik-Gebiet. Ich habe wirklich nur die östlichen Königreiche und Kalimdor gefarmt, nichts anderes, keine andere Chromie-Time, whatever. Ich bin nur in dem Klassik-Content daher tatsächlich unterwegs. Und genau, dann gucken wir mal so ein bisschen rein hier. Das wollte ich euch mal zeigen, so Kleinkram, den ich verkauft habe. Ich habe jetzt auch den Vendor tatsächlich hier drin, um euch auch zu zeigen, auch das ist ja Silber, ja. Kupfer ist hier irrelevant, aber ihr erhaltet Silberlinge. Hatte ich hier einen Bauplan, habe ich hier verkauft für 122 Gold. Hier ist viel Vendor-Kram. Ihr seht hier weiße Items, Jüngerstiefel hier. Also das verkauft sich hier. Ja, ich meine, das ist jetzt nicht viel Gold, aber denkt dran, ich fange ja an, ja. Wir sind jetzt hier bei 12.000. Und so stehe ich jetzt hier da und kann euch zeigen, dass diese kleinen Summen sich einfach so, die kleinen Summen sich summieren, ja, die addieren sich natürlich nachher. Und hier zum Beispiel seht ihr das kleine Spinnenbein, ne? Das sind hier Regionsmats, denkt dran, das sind hier Vendormats, ne? Magus Königskraut, das sind auch nochmal 68 Gold. Und ich habe nicht gezielt jetzt Kräuter gefarmt, ja, also sobald ich den Druiden hier soweit habe, kann ich gezielt mal Bergbau und Kräuterkunde angehen, expansionsübergreifend, da kann man mal gucken, was man so machen kann an zwei, drei Tagen. Ein Hoch auf das regionsweite Aha, weil sich die Sachen einfach verkaufen. Hier habe ich die Räuberschulterpolster für 858 Gold liquidiert. Das ist ganz ordentlich, ja, deutlich über dem Regionsverkaufspreis. Ich werde euch aber auch demnächst mal Beispiele zeigen.
dass man hier auf dem Server katastrophale Verkaufspreise hat für die Sachen, die auf anderen Servern groß laufen. Ne? Also es hat immer alles Vor- und Nachteile. Das ist also hier keine Gesetzmäßigkeit. Hier die einfache Bluse, 515 Gold, ist auch ganz in Ordnung. Hier, das ist übrigens Sparta, das Spaten. Sparta. This is Sparta. Das ist der Spaten des Kräuterkundigen. Da liege ich im Regionsverkaufspreis. Das ist ein Vendor-Item. Das hatte ich beim Händler gekauft, habe das eingestellt und verkauft für 181 Gold. Ich kann euch das nicht erklären, mir ist es egal. Die Sachen werden gekauft. Hier Weidengürtel 20 Gold. Ja, das ist hier so Daddeldu-Kram, aber der addiert sich einfach hier, ne? Kadettengamaschen 122 Gold. Also ihr seht, diese Sales kann ich nur generieren, weil ich auf so einem Full-Pop-Server spiele. Wenn ihr jetzt auf einem kleinen oder mittleren Server spielt, werdet ihr innerhalb eines Tages vielleicht nicht diesen Kleinkram verkaufen. Vielleicht habt ihr das auch längst rausgeschmissen aus eurem Inventar. Ihr auktioniert diese Sachen gar nicht mehr. Ab einer gewissen Größe und je nach Goldstand würdet ihr euch mit diesem Kleinkram nicht aufhalten. Ich brauche das aber auch noch, weil ich sowas wie Taschen überteuert kaufe, ja, Zwinker-Smiley. Und dann natürlich auch einiges an Gold irgendwann reinvestiere, weil ich bestimmte Sachen nicht selber farmen werde, sondern ich werde das Gold investieren und mich freikaufen von dem Farmen, weil ich bestimmte Rezepte brauche beispielsweise. Das zeige ich euch aber dann. Das ist jetzt hier mal so ein Streifzug, einfach nur hier Banditenstiefel, Degeldagelkran. Seht ihr hier zum Beispiel, der Regionsverkaufspreis ist hier 174 Gold, laut TSM Accounting-Daten. Ich habe gerade mal 10% davon generiert. Ne? Also damit möchte ich euch auch zeigen, es gibt auch hier Items, die verkaufe ich hier nur für einen Bruchteil und mit manchen Items mache ich deutlich mehr Gold. Das ist hier wieder das Regions-AH. Also dieser ganze Kleinkram, der verkauft sich zum Teil innerhalb von Minuten und es ist wirklich planbares Gold. Ich habe schon 21 Eier hier verkauft. Das ist jetzt nicht viel, ne? Aber das kann man ja mal gezielt machen, so ein, zwei Tage und mal gucken, wie viel kommt denn rum, ja? Und es geht ja darum, die kleinen Tausender-Goldbeträge nach und nach erstmal zu sammeln und zu farmen und gar keinen Stress zu machen. Darum geht es. So, und ihr seht, das ist hier alles Daddeldu-Kram. Ich habe also im Auktionshaus und beim Vendor 2747 Items bisher verkauft. Können mal gucken. So, das sind jetzt alles die Sachen hier noch irgendwie von gestern. Das habe ich an Vendor gegeben. Vendor, Vendor, Vendor. Gepflegte Lederstiefel immerhin von 111 Gold. Das ist auch unter dem Regionsverkaufspreis. Auch das ist immer nur eine Orientierung. Das sind aber belastbare TSM-Accounting-Daten. Also 177 Gold macht man EU-weit bei allen denjenigen, die das TSM-Accounting hier europaweit nutzen. So zur Orientierung. Da liege ich da auch ein bisschen drunter. Nett hier, Eberrippchen in Biersoße, das Rezept, das Kochrezept, klassische Koch und 10. Das sind 426 Gold, die ich hier liquidiert habe. Ne? Deutlich über dem EU-Schnitt. Das sind so die Kleinigkeiten, ihr Rezept Blutwurst. Ich glaube, das waren Questbelohnung in Westfall. Ich überlege gerade, wo habe ich die her? Ich glaube, das waren Questbelohnung. Westfall? Rotkamm, ich bin mir nicht ganz sicher. Und die habe ich jetzt einfach in das Auktionshaus gehauen. Also ihr seht, so das summiert sich. Das sind jetzt erstmal nur 12.000 Gold, aber ich habe jetzt gerade erst angefangen. Und ihr seht übrigens diese Sales. Erkennt ihr hier die Lücke? Genau, ja. Wer das Video, das letzte Video gesehen hat, weiß, was hier passiert ist. Ja, da war ja eine gewisse Zwangspause. Und auch hier guckt euch das an, Leute. Ne? Das ist hier wirklich Daddeldu-Kram, aber es summiert sich. Der ganze Daddeldu-Kram summiert sich hier einfach. Ich bin erstmal bei 12.000 Gold. Ich habe noch einen weiten Weg vor mir. Aber das sollte ein kleiner Einblick sein. Ein kleiner Snapshot jetzt in die Situation gerade. Ja, das war Tagebucheintrag 3. Ich freue mich über jedes Like. Das ist fantastisch für den YouTube-Algorithmus. Über jeden Kommentar von euch. Und ich spiele das so weit, als würde ich keinen Content machen. Und das lade ich dann hoch für euch. Und mal gucken, wie weit ich bin beim vierten Tagebucheintrag. Das ist jetzt hier gerade meine Prio auf jeden Fall. Und den hier Richtung Level 40, sage ich jetzt mal. Ja, so ganz spontan. Falls ihr jetzt fragt, was machst du denn als nächstes, wie machst du weiter, mache ich hier erstmal den Fokus. Und ja, ich bleibe hier. Ich bleibe erstmal am Vanilla Classic Content Only, weil ich da was experimentieren möchte. Ich habe da ein Gefühl, dass man damit ordentlich Gold verdienen kann, ohne dass ich die anderen Gebiete anrühre. Und zu Dragonflight mache ich erstmal gar nichts, da ich auch. Ich fange ja hier neu an. Schon cool, dass ihr da wart, ihr Lieben. Schon cool, dass ihr hoffentlich wiederkommt. Und ja, das nächste Video folgt. Ich wünsche euch einen tollen Sonntag. Tanzt gut in den Mai. Macht nichts, was ich nicht auch tun würde. Und denkt dran: alles farmen, alles verkaufen. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Und tschüss.